entscheidend ist auf dem Teller. So heißt das Buch, das Ernährungsbuch des BVB, bei der ich jetzt, von dem ich jetzt die Autorin neben stehen habe. Jola Jarolin-Bowe, herzlich willkommen bei Phänomenal. Gehen wir direkt ins Thema. Du bist diplomierte Ökotrophologin. Schwieriges Wort, was ist das? Das ist auf jeden Fall nichts, was man essen kann. Das ist ein Studium der Ernährungswissenschaften und damit kann man Menschen beraten, Ernährungsberatung anbieten. Man kann aber auch in die Industrie gehen oder aber man geht ins Labor und arbeitet dort. Ich berate auf jeden Fall Menschen in meiner Praxis für Ernährungsberatung, doziere und lehre. Okay, und jetzt kamst du auf die Idee, ein Buch zusammen mit dem BVB zu schreiben. Du arbeitest selbst nicht für den BVB, hast dich aber zusammen mit unserem Jugendteam zusammengesetzt und dieses Buch ausgearbeitet. Wie kamst du zur Idee? Die Idee im Prinzip kam von der Jugend selbst, von der Jugendabteilung. Die haben sich super interessiert für das Thema Ernährung, wie viele Menschen da draußen, und haben dann zusammen mit den Eltern angefangen zu kochen und mit den Trainern Workshops zu starten. Damit ist das Thema sensibilisiert worden und dann bin ich angesprochen worden, ob ich den wissenschaftlichen Teil dazu liefere, zusammen mit Frank Pfleger. Genau, du hast schon Frank Pfleger erwähnt. Wer war noch beteiligt? Auf jeden Fall die gesamte Jugendabteilung und natürlich Lars Ricken und die Hauseltern aus dem Jugendhaus, das Jugendhaus an sich selbst, die Köche des Jugendhauses, naja, und Nobby auf jeden Fall, der hat mit uns so richtig starke Burger gebraten. Okay, jetzt ist das kein profanes Kochbuch. Was erwartet die Leser, wenn sie sich dieses Buch kaufen? Sehr, sehr viel super tolles Basiswissen, was Ernährung angeht, gesunde Ernährung für die jungen Sportler auf jeden Fall und ganz viele tolle Tipps und Tricks und auf jeden Fall auch Rezepte, gesunde für die gesamte Familie, aber auch für Familien, die eben Kinder haben, die fitter und leistungsfähiger werden wollen. Okay, du hast gerade schon gesagt, dass ihr auch viel mit den Jugendspielern selbst gearbeitet habt. Wie war denn deine Erfahrung mit den Jugendspielern? Waren sie da sehr aufgeschlossen? War das Thema Ernährung überhaupt schon wichtig für sie oder interessiert sie das gar nicht? Ja, also ich bin auf jeden Fall eingeladen worden, das Jugendhaus, da einen Workshop zu leiten. Und da wurde gesagt, ja, das darf nicht länger als 90 Minuten dauern, weil die trainieren ja auf jeden Fall sehr hart und dann ist die Müdigkeit ja auch schnell da. Meine Erfahrung war, ich war nach 2 Stunden immer noch dort. Das Thema ist super interessant, sehr gut angekommen und so viele Fragen, die da gestellt werden. Und diese Fragen zeigten mir auch, dass auch sehr viel Halbwissen da draußen herrscht. Es wird ja jede Woche eine andere Sau durchs Dorf getrieben und konnte dann alles aufklären. Es war richtig super toll. Mir hat Spaß gemacht. Okay, damit so ein Halbwissen gar nicht erst sich ausbildet, haben wir gleich noch mal die Chance zu sprechen und gehen so ein bisschen ins Thema rein. Was ist gute Ernährung, was ist schlechte Ernährung, was sollte man besser meinen? Bis dahin gehen wir noch kurz in die Musik. Bis gleich. So, da sind wir wieder zurück mit dem zweiten Teil des Interviews zum Thema Ernährung. Jola, fangen wir ganz einfach an. Warum ist es denn überhaupt so wichtig, auf seine Ernährung zu achten? Ganz einfacher Spruch, du bist, was du isst. Das heißt, jeder isst jeden Tag und viele wissen gar nicht, was sie da essen. Es gibt so einen schönen Spruch, ist das Kunst oder kann das weg? Das kann man tatsächlich auch auf die Ernährung beziehen, ist das essbar oder kann das weg? Okay, wenn du dein Konzept, was du auch in diesem Buch beschreibst, kurz mal zusammenfassen müsstest, wie würdest du es tun? Also worauf baust du auf? Also bei uns bekommt jeder die bestmöglichste Beratung, aber nicht die gleiche, denn jeder ist eben individuell. Und das Slogan ist auf jeden Fall, isst bitte echte Lebensmittel, echtes Essen, wie früher bei der Oma. Und auf jeden Fall heißen wir Food Coaching, weil es bei uns darum geht, dass wir eben die Menschen begleiten über einen bestimmten Zeitraum und wir nicht mit dem erhobenen Finger sagen, das darfst du nicht essen, sondern tatsächlich, es geht um eine langfristige Umstellung der Ernährung und nicht um eine kurzfristige Diät. Genau, das wird nämlich beim Thema. Wenn wir über Diäten sprechen, was hältst du davon als Coach? Von Diäten wird man dick. Okay, das ist alles. Kurz und knapp, kurz ja, und knapp. So kann man das wirklich sagen. Ja. Also wer jahrelang diätet, der kann irgendwann gar nicht mehr abnehmen, wird immer dicker und vielleicht auch irgendwann krank. Deswegen, Diäten halten nicht das, was sie versprechen. Nie. Niemals. Niemals, okay, haben wir was gelernt. Was ist denn für dich so aus deiner Sicht das größte Problem, was man heutzutage hat, also beim Thema Ernährung? Viele leiden unter Stress, essen schnell zwischendurch. Was ist das größte Problem? Jeder möchte da draußen immer wieder das Rad neu erfinden, aber die Wissenschaft sagt uns ganz klar, was los ist. Zum Beispiel auf einmal sind die Eier
ungesund. Das stimmt nicht. Also es gibt einen ganz guten Slogan bei uns, jeden Tag ein Ei, am Sonntag auch mal zwei bitte. Oder dass die Margarine gesünder sei als Butter. Das ist also Quatsch. Und dass die Lebensmittel immer mehr Zutaten enthalten, die überhaupt gar keiner identifizieren kann, was es ist. Ob das jetzt Schimmel ist oder Tierreste oder andere eklige Dinge. 80% der Lebensmittel sind verzuckert. Und da werde ich ganz emotional, weil diesen Schrott muss keiner essen. Okay, Zucker ist das Problem, oder? Nicht nur tatsächlich. Also es gibt ja ganz viele Zutaten, die in Lebensmittel nicht reingehören. Und Zucker per se ist ja nicht ungesund, wenn man es in der richtigen Dosis einnimmt. Wenn man das als Gewürz benutzt zum Beispiel, dann ist es nicht ungesund. Aber ganz klar ungesund sind künstliche Zusatzstoffe, Schwermetalle in Kinderprodukten vor allem. Ja. Jetzt stehen wir hier im Stadion. Hier gibt es eine Bratwurst, hier gibt es ein Bier. Und ich sag mal so, jeder greift, glaube ich, gerne mal zu dem einen oder anderen Bier und zu einer Bratwurst. Was für Tipps kannst du denn den Jungs und Mädels hier im Stadion geben, wie sie mit diesem Thema umgehen sollen? Auf jeden Fall bewusst genießen. Und auch ich esse natürlich am Spieltag eine Stadionwurst. Das ist auch Logo, also ist ja eine super Qualität, die Wurst, die man hier kaufen kann. Und wenn man das nicht jeden Tag macht, ist es absolut in Ordnung. Okay, also einmal in der Woche darf es sein, ja? Klar, mindestens. Wenn du mich so fragst. Aber dann müsste ich tatsächlich schauen, was ist der Mensch dann auch noch außerhalb dessen? Okay, alles klar, verstanden. Also, achtet auf die Ernährung. Vielen Dank, Jola, dass du heute da warst. Ich zeige noch mal kurz das Buch in die Kamera. Entscheidend ist auf dem Teller, so heißt das Buch und ist auch in jedem Fanshop erhältlich. Und wir sehen uns nach einer kurzen Musik wieder und reden über die Termine, die so anstehen in den nächsten Wochen. Bis gleich.